Ja, Hallihallöchen, Freunde der guten Unterhaltung, bla bla, was man nicht so alles sagt. Zum ersten Live-Let's Play, das auch auf YouTube kommen wird. Das heißt, ich werde jetzt, wie man schon sieht, Portal 2 spielen, bin währenddessen aber gleichzeitig am Streamen. Und das bedeutet, ich werde ab und zu Fragen auf den Stream eingehen, vielleicht in den nächsten Folgen, wenn ich es hinkriege, den Chat einblenden. Was heißt, wenn ich krieg's jetzt schon hin, aber es sieht einfach beschissen aus, wenn ich das mache. Also, es sieht wirklich scheiße aus. Ich wüsste nämlich im Moment gar nicht, wo der überhaupt hin sollte. Und von daher, lassen wir den Chat jetzt mal raus. Und ja. Wir spielen jetzt Portal von vorne. Noch ganz schnell ein bisschen die Audioeinstellung. Ein bisschen lauter, hier ein bisschen lauter. Zwei Lautsprecher. Ich habe aber. Gibt's keinen 7.1? Schade. Okay. Fertig. Okay. Und zwar Einzelspielerspiel. Wir werden das Event neu spielen natürlich. Und der Höflichkeit. Das ist jetzt kein Blind Let's Play. Ich kann mich aber auch nicht mehr an alle Rätsel, gewiss nicht mehr an alle Rätsel erinnern. Es ist nämlich schon über ein Jahr, mehr als ein Jahr. Zwei, 3 Jahre her, wo ich den Singleplayer gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr. Und ja, von daher. Hi Ramkes 6, für dich erstmal Hallihallöchen. Ja, wie gesagt, also schon ewig her, wo ich Portal 2 das letzte Mal gespielt habe. Ich werde jetzt einfach mal von vorne reingehen. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Na komm, Buzzer. spielen Wenn wir Sie mal den Buzzer mit. hören, sehen Sie auf den Boden. Boden? Wo ist Boden? Ach Gut, da! damit ist die Masterübung des Fitness- und Ja. Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ich soll mich also. Jetzt noch kurz S, A, D. An der Okay. Wand befindet sich ein Ja, Gemälde. ich wollte nur Stellen da unten. Kunst ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Oh Leute, seht, ey, dieser Berg, er ist einfach super und oh, diese Sie Hütte. finden sich jetzt im Tal gestartet. Ah, Sollte Sie die die hätte ich Bewunderung auch der gerne. Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Musik! Zurück. Mann. Was? Zum Bett zurück. Bessere Musik! Yay! Haben wir noch was Besseres zum Beispiel gerade? Ja! Party! Nein, okay. Schlafen. In Ordnung. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9. Ah, nein! Du wolltest gerade. Hallo? Ist jemand da drin? Hallo? Heute noch? Irgendwann die Tür auf? Hallo? Direkt. Nein? Du siehst. Mein Headset packt rum. Furchtbar. Gut, aber. Nein, Hallo? Geht's dir gut? Nein, beantworte nicht. Okay, stopp. Okay, ich muss mal ganz kurz einen Moment. Headset. Bing. Ja, Entschuldigung, so. Ich frage nicht, ich Und bin sicher, besser. dir geht's gut. Perfekt. Du hast Funkt. genügend Zeit, dich zu erholen. Lass gut sein, du bereitest dich auf die Ja. Notevakuierung vor. Bleib ruhig, Was? ganz ruhig, vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Vorbereiten. Nicht Okay. bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, Ich die Kamera vertraue aber dir. irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Festhalten? Ja, hier im Schrank. Das ist schön im Schrank. Was? Alles klar mit dir da unten? Klo? Hörst du mich? Hallo? Ja? Fernsehen, Fernsehen. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es Oh, bei den hi. meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens.
Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Birne. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf Kernschmelze vor. Was? Kernschmelze? Bin ich in Japan? Schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Mir geht's gut. Energie ist alle. Und darum deckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? 10.000? Hey! Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Nein. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Du bist ein Roboter. Was ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet? Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Wenn das so weitergeht, sind das keine 10.000 mehr. Absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Andockstation. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es manuell. Könnte kompliziert werden. Aber Geduld. Nein. Du hast es geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also. Die Löcher macht. Bleiben jetzt. Ich will aber nicht... Nein. Muss ich da jetzt durch? Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießroutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay, dann. Okay, los geht's. So ist es gut. Viel Glück. Willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße der Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. Ich glaube, das passt nicht mehr. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Erwiegenden. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Oh. Ja. In Ordnung. Gut, dann heißt das jetzt weitermachen. Würfel- und tastenbasierte Tests sind in unterschiedlichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Ja, ach, weil... Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Wird so sein. Also das, ihr habt hier eine hübsche Inneneinrichtung. Ich kann mich noch letztes Mal erinnern, das war gestern. Für mich jetzt, also ich habe ja, nee, vorgestern. Ich bin noch einmal aufgestanden, mir geht nicht so gut, dann bin ich so direkt wieder schlafen gegangen danach. Ich musste nur irgendwelche Bilder angucken und so ein Scheiß. Aber nein. Aber habt ihr euren Innendekorateur geändert? Also. Sieht gut aus, so ist das jetzt nicht, aber. Naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich hab's lieber aufgeräumt. Also. Ja, es ist hier fast aufgeräumt. Der Schreibtisch ist nur nicht aufgeräumte Pizza.
Fischschwein. Pizzakarton. Hundeleckerlis. Ach, nur Gehörgänge braucht man nicht. Ich meine, sprechen kann ich ja anscheinend sowieso nicht mehr, also. Party! Ja. Würfel! Ah ne, jetzt muss ich da hin. Wow, dieser Test. Er war so schwer. Oh mein Gott. Ja, ich hab ihn kaum geschafft. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Aufgrund des Abschluss des Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Natürlich. Naja. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Empfindsame Wolke. Das ist gar nicht mal eine empfindsame Wolke. Ich gehe mal kurz eine empfindsame Wolke suchen. Na, ne, vielleicht muss ich jetzt aufstehen. Darauf habe ich doch keine Lust. Geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde. Dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Wenn du nicht... Du Penner da oben, Alter. Wegen dir sterbe ich noch. Okay, also ich würde ja jetzt glaube mal sagen, Gladys, also sie hier, hat die Wissenschaftler ersticken lassen oder in Zombies verwandelt ist. Und das kann natürlich auch möglich. Also ich bin ja für die Zombie-Methode. Und dadurch ist die ganze Welt in eine Zombie-Apokalypse geraten. Und ja, ihr wisst schon, darauf basiert dann The Walking Dead. Nee, okay, es ist schon gut. Ich sag jetzt mal besser nix. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge, den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Eine Kopie der Robotergesetze. Wenn ich fragen darf, welche Robotergesetze? Die Robotergesetze, die so gut funktionieren. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ja, Robotergesetze, die erste Gesetz, du darfst einem Menschen niemals Schaden zufügen.
Das zweite, du musst den Menschen immer gehorchen. Und wie war das dritte nochmal? Du darfst es stehen, ich hab keine Ahnung. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Oh, ich werd grad ein bisschen lauter, Mann. Was soll das denn? Mich verarschen. Kamera scheint auch ziemlich offline zu sein. Hi. Ich bin ja nicht blöd. Also, noch nicht. Ich, was? Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Stipulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Computer! Was? Alpha 2,5 plus Würfel minus it of gleich EF. Y gleich 1 minus V hoch 2 durch C hoch 2. Dazu muss ich jetzt wissen, was V hoch 2 und C hoch 2 ist. Also zumindest, ich muss jetzt V und C wissen. Steht das hier irgendwo, dann kann ich die eventuell lösen. Na, ne? Wozu habe ich denn einen Taschenrechner? Wir tippen das einfach mal ein. An. Funktioniert es denn? 5 plus 5 gleich. Gut, du funktionierst. Klammer auf. 1 minus. Ach ja, verdammt. Ich habe ja, da war ja was. Ich habe ja keine Ahnung, wie man so einen Taschenrechner Buchstaben meint. Okay. Falls ihr fragt, warum ich einen Taschenrechner in Greifweite habe, das ist nur wegen AMA und Mörser-Berechnung und so weiter und so fort. Also hätte ich hier gar nicht weitergebracht, oder wie war das? Ne? Gut. Jazzmusik! Jazzmusik! So, bevor ich jetzt hier weitergehe und eventuell etwas triggere, das für YouTube und so, morgen kommt die nächste Folge, oder vielleicht heute, weiß ich noch nicht, je nachdem, wie ich es mit dem Hochladen schaffe. Ciao!